Warum auch das gewesen, meint er, ist ja doch immer wieder dasselbe. In der Tat, der Titel von 1984 ist Danisch 18. Und das ist schon verblüffend. Ergibt sich die Frage, warum er so vieles besser ist als Fahrer, die seine Söhne sein könnten. Ich nehme an, hundertprozentig weiß ich es nicht, aber ich nehme an, dass das die jahrelange Routine ist. Ich fahre jetzt das 28. Jahr, bin somit der Dienstälteste, der überhaupt auf der Welt fährt. Und zu diesem Sport gehört eine ganze Portion Routine und ich glaube, dass es nun daran liegt. Und natürlich in Verbindung mit meinem Mechaniker, in dem wir unsere Motoren bauen und auch im Laufe der Jahre eine ganze Menge dazugelernt haben, dass man so sagen kann, der Motor ist absolute Weltspitze. Wie verteilen Sie denn so die Anteile, sagen wir mal Routine, Talent, gute Vorbereitung, Mechaniker? Meine Meinung ist eigentlich die, dass zu dem Motorbootrennen im Allgemeinen nichts dabei ist. Aber das ist anscheinend bei mir das Empfinden, weil ich durch das jahrelange Fahren nicht mehr fühle, ist es schneller geworden oder ist es langsamer geworden, sondern es macht mir eben also nichts aus, das Fahren, das schnelle Fahren auf dem Wasser. Anteilmäßig möchte ich doch sagen, dass der Motor und das Boot zumindest 50% ausmachen und der Rest der Fahrer. Gucken Sie manche ein bisschen scheel an, weil sie eben immer gewinnen? Von vornherein nein, hinterrücks wird darüber gesprochen, das ist klar. Ärgert Sie das? Nein, absolut nicht. Man muss damit reden. Danisch, dieser Name steht nicht nur für meisterliches Fahren, sondern auch für erstklassige Rennboote. Naja, und wie machen wir jetzt mit dem Deck? Lassen wir das Deck gerade kommen, oder? Also ich würde sagen, wir lassen das bis ungefähr bis hierher, dann mal gerade auslaufen und dann rund übergehen. Naja, wir sind von einer eigentlich schon Schluss drauf. Die Werkstatt, die der gelernte Möbel- und Bautischler Bernhard Danisch führt, steht vor ihrem 20-jährigen Jubiläum. Genauso lange ist Horst Gärtner in der Firma die rechte Hand des Meisters. 14,5. Bei den Rennen sieht man ihn irgendwo am Ufer mit einem Fernglas jede Bootsbewegung registrieren. Diese Beobachtungen und die Erfahrung des Piloten im Austausch schaffen ständig Neues. In bisher jeder Saison ist Danisch mit Verbesserungen am Boot aufgetreten. Jedenfalls vorne gerade. Hinten kann es ja rund weiterlaufen, wa? Aerodynamisch ist. Ja. Das Material, das verwendet wird, heißt Okome und gilt als das leichteste Bootsbausperrholz, ein afrikanisches Gewächs. Während die Spanten aus einheimischer Kiefer und Fichte gefertigt werden. Die Werkstatt in Harzfelde bei Berlin produziert im Jahr 100 Rennboote. 90% davon gehen in die UdSSR, der Rest fährt in Italien, Polen, Japan und sogar in Argentinien. Der aktuelle Weltmeister, Loth aus West-Berlin, gewann mit einem Danischboot. Ehefrau Margot, Begleiterin bei den Rennen, auch hier unersetzlich. In ihren Händen liegt der Schriftverkehr und sie ist Kreistagsabgeordnete. Ihrem Mann einen Schritt voraus. Bernhard ist nur im Gemeinderat. Mit dem Auslass, das müsste einmal verlieren. So, dass wir dann bei dem Modell so drehen. Das Boot ist das eine, der Motor das andere. Zusammen mit Joachim Weiland wird ständig gebastelt, geprobt, verworfen und erneuert. Weida heißen ihre Motoren. Das ist der Gasstrom in dieser Richtung und in dieser Richtung. Wie vorher ging der um die Ecke. Alles meine Welt- und Europameistertitel gewonnen. Boote mit Bernhard Danisch. Ich denke, dieses Boot ist das beste Boot der ganzen Welt. Ich denke, halbe meines Medaille ist Medaille Bernhard Danisch. Thank you.
Bernhard Danisch, der Meister in seinem meisterlichen Boot. Nur Fliegen ist schöner. Aber ist es wirklich schöner? Ende Juli, auf der Reise nach Ungarn zu einem Rennen, Danisch feiert seinen 50. Auf dieser Fahrt wünsche ich dir zu deinem 50. Geburtstag alles Gute, auf dass du noch viele, viele Rennen fährst, 15 Jahre, und das, was du dir immer gewünscht hast, schenke ich dir hiermit. Erstmal auf der Strecke. Danke schön. Hier, Ecke. Halt deine Balle fest. Erstmal sehen, ob ich nachher das Bernhard, ich möchte dir zu deinem 50. Jubiläum meinen ersten Glückwunsch aussprechen. Auch wenn ich ein Konkurrenzboot fahre, also kein Danischboot, denke ich, dass wir trotzdem 4 Jahre noch weiterfahren. Und ich hoffe, dass wir noch weiter gute Freunde bleiben. Ja, ja, auch noch herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Ich hoffe, dass dir deine Gesundheit weiterhin treu bleibt und du noch viele Siege erringen kannst. Danke, danke. Was ihr nicht verkehren. Jetzt ist er ja noch schneller jetzt. Emmy, jetzt ist er noch schneller. Wofür ist denn das? Zum Zylinder ausmessen, ob sie rund sind. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Evan Bernhard, 50 Jahre! Ja, ja, ja. Schärfste ist ja bloß seine erste Rente. Wir haben auf dem Rennplatz versaufen. Auch dort, auf dem Rennplatz an der Donau, hatte sich das Ereignis herumgesprochen. Ganz aus einem ganz einfachen Grund. Er war vorgestern 50 Jahre alt. Hoffentlich werde er wieder seine Startnummer mit 60 sehen können. Der hat körperlich was leid, Mondani. Bernhard Danisch, seit Jahren als Startnummer 9 bekannt, erhielt zur Feier des Tages die 50. Drei Wochen später starteten sie wieder in Ungarn, diesmal in Szeged, wo Bernhard Danisch noch nie verloren hat. Szeged, so sagt er, sei sein Wasser, und so wollte er es auch diesmal wissen. Sieg im ersten, Platz 2 im zweiten Lauf. Hermann schleppt den Meister zum dritten Start. Alles scheint gelaufen. Durchkommen heißt die Devise und den Sieg sicherstellen. Das Feld geht ab. Fast 30 Boote, viel mehr als zu Hause, meint Danisch, und das Gewimmel gefällt ihm. Aber der Nullstarter Danisch, der es wie kaum ein anderer heraus hat, auf den Punkt zur Startzeit über die Startlinie zu rasen, kommt nicht. Unser Kameramann wartet, sucht, findet den Favoriten schließlich tuckernd am Schwanz des Feldes. Irgendetwas ist kaputt und plötzlich ist der Sieg in Gefahr.
Große Aufregung. In rasender Eile Propellerwechsel. Danisch kommt wieder ins Spiel, erreicht im hinteren Feld das Ziel. Ich könnte also jetzt für den Bernhard noch reichen, wenn er als letzter noch 17 Punkte kriegt. Für 9. Aber die rote Fahne, das bedeutet Disqualifikation. Sobald die aushängt. Vorgehen. Gleich vorgehen. Und gucken, was da los ist. Die rote Fahne jetzt hält und die Kapelle verkehrt gemacht. Ich weiß nicht warum. Das ist ja blöde. Wenn die sich abgewunken hätten, dann hätten sie trotzdem gewonnen. Moment. Wieso? Frag ihn mal, jeder mal hin. Ich meine, da muss ja jeder oben sein. Warum muss jeder von euch schon? Wir machen das sofort. Warum zeigen Sie mir die rote Fahne? Ich kann bis 5 Minuten nach dem Start fahren. So. Ja, wo hast du den Propeller gelassen? Hat der Hermann. Alles klärt sich auf. Pass auf, der Punkt gleich. Ich bin schneller am ersten Lauf. Ja, ich hoffe das. Ich hoffe das ganz stark. Das würde nämlich reichen. Aber wir wollen trotzdem der Sache auf den Grund gehen. Genau. Doch, haben wir die rote Fahne in der Lauf war beendet. Dann brauchen wir noch keine rote Fahne. Ja, damit haben sie nur den Strecken. Der Sieger ist wieder einmal Bernhard Danisch, der Meister. Alle Aufregung war umsonst. Du hast jemanden für uns. Wenn er 22 Punkte hat, dann hat er gewonnen. Wenn er 22 Punkte zukriegt, hat er gewonnen. Von der Zeit her liegt er schon auf dem Tisch. Ja. Genauer gesagt in Jedovnice, das ist also in der Nähe von Brno. Und dort gab es also internationale Rennen mit einem starken DDR-Aufgebot, angeführt von Bernhard Danisch und Bernd Beckhusen, den international renommierten Motorboot-Rennfahrern. Die Klasse OC bis 500 Kubikzentimeter, 30 Sekunden vor dem Start. Die Startnummer 9 trägt hier Bernhard Danisch, der Bootsbauer aus Berlin. Und die 109, das wird Hans Emrich sein. Die Uhr läuft, die gedachte Startlinie darf nicht vorüberfahren werden. Alles ist in Ordnung. Den ersten Lauf hat mit einem Startzielsieg Bernhard Danisch gewonnen. Hier im zweiten führt Thomas Rybacek aus der CSSR. Aber Danisch fährt ein neues Boot, ein sehr, sehr gutes Boot, ein neues Modell, das er selbst entwickelt hat. Und im Verlauf dieser Rennen beweist er, wie gut dieses Gefährt ist. Sein Motor stimmt. 100 PS, 1100 Umdrehungen pro Minute und auf der Geraden etwa 155 Kilometer pro Stunde. Diese Geschwindigkeit entwickelt dieses Fahrzeug. Dolchowiezsee, idyllisch gelegen, das Wasser leicht bewegt, aber ich glaube doch gute Bedingungen. Und hier geht Danisch an die Spitze. Hier überholt er Rybacek und liegt nun auch in diesem Lauf an der Spitze. Unterschiedlich die Haltung, entsprechend der Konstruktion. Manche Fahrer liegen im Boot, manche knien. Bernhard Danisch ziemlich aufrecht. Teilweise schaut es aus, als führe er spazieren. Natürlich, das täuscht. Er beherrscht sein Boot und beherrscht die Gegner. Unterschiedlich auch die Technik an den Bojen. Und Danisch, Bernhard Danisch, der Mann mit der Nummer 9, auch ungefährdet in diesem Lauf. Er ist der Mann der Klasse OC. Diesem Wochenende zeigte sich der längste Fluss unseres Landes wieder von seiner freundlichen Seite. Auf dem traditionsreichen Kornhauskurs in Dessau gab es das verspätete Rendezvous der besten Motorbootpiloten.
Wir sind in der Klasse OC, das heißt Außenbordmotor 500 Kubikzentimeter. Und wir sehen Bernhard Danisch vom MC Post Berlin, der erfolgreichste unseres Landes, auch in dieser Klasse 18 Mal DDR-Meister. Schwimmweste und Sturzhelm sind Pflicht. Die Farbe des Sturzhelms auch vorgegeben orangefarben. Er kniet in seinem Boot, ein sogenannter Dreipunkter, und er schaut auf die Uhr. Er hat den linken Arm erhoben. Die Startzeit läuft bereits. 5 Minuten Vorbereitungszeit bis zum offiziellen Start. Und es werden gleich die Boote angelassen. Sie werden angerissen. Dazu wird der Bootskörper aus dem Wasser gehoben. Wir werden das gleich sehen. Da fährt er hinaus in die Vorbereitungszone zum Start. Diese Boote erreichen bis zu 110 Pferdestärken und wiegen 85 Kilogramm. Das Feld in dieser Klasse nicht allzu groß, aber es sind die schnellsten auf dem Wasser. Im Training muss man sich das Gefühl dafür erarbeiten, um hier einen günstigen, guten Start, der fliegend ist, zu erwischen. Jetzt kommen die Boote auf die gedachte Startlinie zu. Man kann die Geschwindigkeit kaum noch herabnehmen, kaum drosseln. Die Motoren sind hochgezüchtet, drehen bei etwa 10.000 Umdrehungen pro Minute. Da gibt es einen Frühstart durch Klaus Schöner und Ralf Geist. Andreas Kufall und Hartmut Emmerich. Ein sauberer Frühstart, wie er steht. Da kann man wirklich nicht meckern. Da haben Sie es gehört. Frühstart durch zwei Fahrer. Er allerdings liegt gut im Rennen. Bernhard Danisch vom MC Post Berlin. Hier der führende Mann. Auf der Geraden, da gibt er Vollgas. Etwa 140 Kilometer pro Stunde. Die Elbe rau, ansonsten würde sein Boot bei voller Beschleunigung vielleicht um die 180 Kilometer pro Stunde auf das Wasser tauchen. Die Schwierigkeiten liegen an den Wänden. Da muss man mit der Drehzahl herunter, weg vom Gas, das mit der linken Hand betätigt wird. Rechts die Hand ist am Lenkrad. Zweite mit der 108 auch an zweiter Position hinter Bernhard Danisch. Aber der Vorsprung von Danisch ist schon riesengroß. Insgesamt werden 6 Runden gefahren. Eine Runde misst 1700 Meter. Dieser Kurs ist sehr schwierig. Da kommt die Zielflagge für Bernhard Danisch, der nun noch einmal die 1700 Meter allerdings nicht mehr in voller Geschwindigkeit absolviert und dann in den Hafen fährt. 3 Läufe sind nötig, um den Besten des Tages zu ermitteln, und 3-mal war er der Erste in seiner Klasse. Ralf Geist belegt in diesem Lauf den 2. Platz. 3. Klaus Schönherr. Auch er schaut hinüber zum Start- und Zielhaus, sieht die Flagge des Staates. Das ist der siegreiche Fahrer des gestrigen Tages, Bernhard Danisch, der auch in diesem Jahr schon international erfolgreich war, wo er beim Pokal der Freundschaft in Bulgarien unter anderem Europameister und Weltmeistern seine Heckwellen zeigte.
Zum 20. Mal wird auf diesem Kornhauskurs in Dessau gefahren und er ist zum 20. Mal dabei, der 49-Jährige vom MC Post Berlin. Im Jahr bestreiten die Fahrer etwa 8 bis 10 Rennen. Für Bernhard Danisch kommen seit 28 Jahren im Rennboot mittlerweile über 350 Rennen zusammen. Davon war er 200 Mal erfolgreich. Eine imponierende Bilanz. Wie ein Pantoffel sieht sein Boot aus. Ich sagte es schon, ein Dreipunkter, in dem man kniet. Der andere Bootstyp, der sogenannte Proprider, in dem liegen die Fahrer. Bei uns am Mikrofon einer der erfolgreichsten Motorbootpiloten überhaupt, der DDR, Bernhard Danisch vom MC Post Berlin. Bernhard, Sie sind mittlerweile 49 Jahre alt. Wie lange sitzen Sie denn schon im Rennboot? Das ist jetzt die 28. Saison. Wie oft waren Sie DDR-Meister? 17 Mal. Bernhard, wie schnell kann man denn mit so einem Pantoffel fahren? Das ist wasserbedingt. Bei glattem Wasser ohne Wind erreicht so ein OC-Boot. OC ist also 500 Kubik Außenbord, erreicht gute 180 Kilometer. Und das ist die schnellste Klasse? Das ist bei uns in der DDR die schnellste Klasse. Bernhard, wenn man so ein Motorboot genau beherrschen will, dann muss man natürlich mit der Technik vertraut sein. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erklären. Fangen wir bei dem Motor an. Den Motor hat 500 Kubik, hat er. Er hat seine beste Leistung bei ca. 10.500 Umdrehungen. Und er hat ca., wir haben den Motor nicht auf dem Prüfstand gehabt, ich schätze aber mindestens 110 PS. Die Auspuffanlage fällt auf, die ist wohl veränderlich, oder? Wir verschieben die Auspufftüten und erzeugen damit eine Drehmomentverschiebung. Das heißt, wenn wir die Auspufftüten lang machen, haben wir untenrum, das heißt also im unteren Drehzahnbereich, ein höheres Drehmoment. Und wenn wir die Tüten ranholen, dann haben wir oben einen. Vielleicht können wir das mal demonstrieren? Ja, das lässt sich machen, und zwar hier am Gasgriff. Kleinen Moment. Wir sehen hier den Gasgriff. Das ist das Einzige, mit dem wir den Motor abbremsen können. Und mit diesem Gasgriff in Verbindung des Gasgriffes, sagen wir so, können wir auch die Tüten verstellen, die Auspufftüten. Und ich werde das jetzt mal demonstrieren. Und zwar, wenn ich diesen Gasgriff nach hinten ziehe, dann gehen gleichzeitig die Tüten nach hinten und wir verschieben somit das Drehmoment nach unten. Was ist noch interessant? Interessant an so einem Boot ist vielleicht, dass wir mit Alkohol fahren, also mit Methanol und mit Rizinus, also vollkommen umweltfreundlich sind und somit die Umwelt überhaupt nicht belasten, wie eben, als wenn wir mit Benzin fahren würden. Interessant vielleicht noch, dass so ein Boot, nur das Boot, ca. 50 Kilo wiegt, der Motor 35 Kilo, also zusammen sagen wir mit alles, mit der ganzen kompletten Ausrüstung ungefähr 90 Kilo. Mit welcher Hand wird Gas gegeben, mit welcher wird gelenkt? Mit der linken Hand wird Gas gegeben, mit der rechten Hand wird gelenkt. Und wie hält man das Gleichgewicht im Boot? Das ist ja sicherlich auch nicht einfach. Das Gleichgewicht kann man in dem Falle nicht sagen, dass es hält, sondern die Luft oder das Luftpolster hält uns. Wir können nun nicht sagen, wie auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad, dass wir uns eventuell in der Kurve legen oder rauslegen. Das ist hier nicht, sondern wir sind voll angewiesen, dass das Boot eben gut läuft und wir... Der letzte Lauf und die schnellsten der Schnellen im Vorbereitungsraum in 10 Sekunden ist der Start an der Startlinie, an der gedachten. Und es wird einen Idealstart von der Nummer 9 von Bernhard Danisch geben. Jawohl, Nullstart für Bernhard Danisch, der auch die ersten beiden Läufe hier schon gewonnen hat. Auch hier mit Janosch Kertész aus Ungarn und Sava Gavranov aus der Volksrepublik Bulgarien, aus dem gleichen Lande Angel Petrov und Mari Dimovski, starke internationale Konkurrenz dabei, wie Waldemar Podgorski aus der Volksrepublik Polen. Und Bernhard Danisch vom MC Post Berlin war souverän in seinen bisherigen Läufen hier, fuhr sehr, sehr schnelle Zeiten, über 90 im Schnitt, über 90 Kilometer pro Stunde im Schnitt. Das gibt auf der Geraden gute 150 Kilometer pro Stunde.
Und diese OC-Klasse, diese 500 Kubikzentimeter-Klasse, ist noch schneller. Auf ruhigem, idealen Wasser erreichen diese Flitzer da bis 180 Kilometer pro Stunde. Die sind echt die schnellsten der Schnellen. Bernhard Danisch, ein Mann, der 25 Jahre lang hier im Cockpit solch eines Motorbootes sitzt. Einer der international erfahrensten und erfolgreichsten überhaupt. Bernhard Danisch, auch Meister unseres Landes im vergangenen Jahr. Auch diese Flitzer haben 5 Runden wie alle anderen zu absolvieren hier auf der Grünauer Regatta-Strecke. Dieses Boot hat unter der Haube, sagt man bei Autos, hier im Heck gut 110 Pferdestärken, dreht 10.500 Umdrehungen in der Minute. Tja, und das erfordert natürlich auch eine ideale Zündeinstellung und Zündung und verlangt den Kerzen auch einiges ab. Und das darf auch ruhig mal gesagt werden. Wir haben die Männer von Isolator Glänzendes geleistet. Gerade im Motorsport ist das Kerzenproblem ein großes und gerade beim Motorwassersport. Und Bernhard Danisch ist sehr zufrieden mit dieser Arbeit. Also die Isolatorkerzen bewähren sich hier bestens. Das gehört ja immer sehr viel dazu, unter anderem auch solch ein schnelles Boot und die Form und dieses Boot, den Körper, den baut der Bernhard Danisch selbst. Der ist unser profiliertester Rennbootsbauer. Er hat ein neues Boot hier modifiziert. Sie sehen diese flache Flunder, wie sie hier gleitet. In jedem Jahr lässt sich der findige Mann natürlich Neues einfallen, testet das selbst. Für den Motorsportbetrieb natürlich eine ganz ideale Sache. Hinter Bernhard Danisch mit der 114 Wolfgang Gundlach auf Platz 2 und dahinter dann die 91 Angel Petrov, ein bulgarischer Fahrer. Jetzt da noch 2 Runden zu fahren sind. Bernhard Danisch, der führende Mann. Startnummer 9 trägt Bernhard Danisch schon so lange wie er fährt. Nannte es bereits 25 Jahre. Das ist natürlich eine geraume Zeit und nötig große Hochachtung. Der Berliner Postsportler auch in diesem Jahr auf dem besten Wege, wieder DDR-Meister zu werden. Schauen Sie sich das an. Wände an der Boje wie aus dem Lehrbuch und ziehen ein in die letzte Runde. Sein Vorsprung ist riesengroß geworden. Dahinter dann mit der 61 Sava Gavranov aus der Volksrepublik Bulgarien, der bulgarische Meister, schon mit 200 Metern Rückstand. Ein Riesenvorsprung, dann danach die 108, das ist Ralf Geis. Bei dem es heute ganz gut läuft, der einmal schon Zweiter wurde im zweiten Lauf, Ralf Geist, der ja vom Motorsportclub Elbe-Dessau kommt. Bernhard Danisch allerdings ungefährdet. Ideal die Wasserlage seines Bootes. Dazu der schnelle Motor und das schnelle Boot und 25-jährige Erfahrung. Kissi, das steht für den DDR-Meister des Jahres 85 und 86, Frank Kissmann, der in diesem Jahr auch in der Wertung führt. 8 Meisterschaftsläufe sind zu absolvieren, 4 kommen in die Wertung. Er hat bisher 2-mal gewonnen, war einmal Zweiter. Und wenn er am heutigen Tag am Ende der 3 Läufe ganz vorn ist, dann ist er der neue Titelträger. Das ist der Motor 250 Kubikzentimeter, 500 Kubikzentimeter. Wir sind in der Klasse bis 500 Kubikzentimeter der größten. Letzte Anweisungen, das Boot wird noch einmal gescheckt. Nicht, dass wir so einen Eierrahmen wie Brandenburg. Ein Tenor am Steuer, Ulrich Bartsch, seit 4 Jahren erst dabei, Sänger am Metropoltheater.
1,40 vor. 1,40 vor OT und dann rutscht er zurück auf 1,12 etwa. Na, hervorragend. Müssen wir nochmal abziehen? Ja, ist gut, wir machen das nachher nochmal. Und dann machen wir das. Training ist ja noch bei der Zeit. Dann ist es. Die 102 gehört dem ältesten Teilnehmer des Feldes, Werner Krüger, 58 Jahre alt und interessant, er ist nicht Schwimmer, obwohl er sich seit mehr als 20 Jahren auf dem Wasser bewegt.